Also Tate, diese Fantasien haben vor 2 Jahren angefangen? Vor 3? Wann? Vor 2 Jahren. Es ist immer das Gleiche. Es fängt immer gleich an. Wie? Erzähl's mir. Ich bereite mich auf den Heiligen Krieg vor. Ich bin ganz ruhig. Ich kenne das Geheimnis. Ich weiß, was passieren wird und dass mich niemand aufhalten kann, nicht einmal ich selbst. Hast du es auf Leute abgesehen, die gemein zu dir waren oder unfreundlich? Ich bring die um, die ich gern hab. Kann ich dir irgendwie helfen? Manche betteln um ihr Leben. Ich fühle kein Mitleid. Ich fühle gar nichts. Wir leben in einer dreckigen Welt. Wir leben in einer dreckigen, gottverdammt hilflosen Welt. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich befreie sie aus der Scheiße, der Pisse und dem Erbrochenen, das die Straßen runterfließt. Ich bringe sie irgendwo hin, wo es sauber ist und nett. Dieses ganze Blut hat was, Mann. Ich ertrinke darin. Die Indianer haben geglaubt, dass die bösen Geister im Blut wohnen. Und einmal im Monat haben sie sich bei Zeremonien selbst geschnitten, um die Geister zu befreien. Das ist irgendwie ziemlich schlau. Verdammt schlau, das finde ich gut. Halten Sie mich für verrückt? Nein. Ich halte dich für kreativ und denke, dass du tiefsitzenden Kummer hast, den du verdrängst. Meine Mutter macht sich vermutlich Sorgen um mich. Da bin ich sicher. Sie ist eine Schwanzlutscherin. Ich meine das wörtlich, eine Schwanzlutscherin. Sie hat unserem Nachbarn ständig einen geblasen. Mein Dad hat's rausgefunden und ist abgehauen. Er hat mich mit einer Schwanzlutscherin allein gelassen. Können Sie sich das vorstellen? Wie krank ist das denn? Ich habe schon Schlimmeres gehört. Cool. Erzählen Sie mir was darüber. Ich stehe auf Geschichten. Nein, das geht nicht. Die Welt ist ekelhaft und schmutzig. Eine widerliche, gottverdammte Horrorshow. Es gibt so viel Schmerz, wissen Sie? So viel Schmerz.